Hallo allerseits, ich bin hier mitten in Shibuya in Tokio und habe gerade ein Video hier präpariert. Eigentlich nicht für euch, aber da habe ich gedacht, das ist ja total unfair, wenn ich da ein Video produziere und für euch nicht auch eins. Und da ich weiß, dass viele von euch das spannend finden, wie es hier tatsächlich aussieht, wie es hier abgeht, habe ich mir gedacht, ich erzähle ungefähr das gleiche nochmal auf der einen Seite und zeige euch ein bisschen was, wie das hier aussieht. Also ich laufe mit euch hier durch die Straßen und ihr könnt ein bisschen zuhören, was ich über den aktuellen Markt zu sagen habe. Bevor ich das vergesse, das ist mir nämlich jetzt eingefallen, habe ich im anderen Video nicht erzählt, die Factory Orders stehen heute um 16 Uhr auf dem Programm, sind jetzt nicht der super Hit. Hier übrigens ein typisches Phänomen, ein LKW, der nur hier durchfährt, um einerseits nette Mädels zu zeigen, auf der anderen Seite, also hoffentlich nette, ist immer Geschmackssache, und die hier als Mädchengruppe hier auftreten, das heißt, der singt hier irgendwelche Musik ab oder spielt Musik ab, was mitunter zwar beim ersten Mal ganz nett ist, aber wenn hier alle paar Minuten ein LKW durchfährt, man dann auch denkt, na, muss das jetzt unbedingt sein. So, ich habe mich ablenken lassen. Das Thema Termine heute Nachmittag Factory Orders waren im letzten Monat noch minus 0,7, also rückgängig, diesmal mit plus 0,7 erwartet, also ein Zugang. Ist jetzt kein Highlight, was die Wichtigkeit angeht, aber zumindest mal etwas, was den Markt durchaus bewegen kann, wenn die Abweichung groß genug ist. Ob das jetzt im Moment so relevant wahrgenommen wird, stelle ich tatsächlich allerdings in Frage, denn wir dürfen nicht vergessen, dass der Markt im Moment eigentlich durch andere Einflussfaktoren viel stärker bewegt wird und deshalb sind solche Daten sicherlich nicht ganz so relevant von der Auswirkung. Das war also nebenher. Wenn ihr euch über den Lärm jetzt wundert, ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem einigermaßen verstehen. Das kommt hier einerseits aus den Lautsprechern, weil hier ja überall irgendwelche Screens dann auch sind. Ich mache mal hier so einen Rundumblick. Also Videoscreens in alle Himmelsrichtungen, mehr oder weniger. Und gleichzeitig ja auch noch Musik hier abgespielt wird. Das ist so ein bisschen ein neueres, so ein jugendlicheres Viertel. Auch wenn hier natürlich alle Altersklassen mehr oder weniger vertreten sind. Aber eben auch viele Jungen, das kann man hier sagen. Und viele Touristen, das ist ja deshalb, das muss man so sagen, wegen der vielen Ausländer, auch wenn es dann häufig westliche sind, nicht so sauber hier, wie man das in Japan normalerweise gewöhnt ist, weil es den Touristen schwer zu vermitteln ist, dass es keine Mülleimer gibt hier. So, aber zurück zum Markt. Im Moment erholt sich der Markt relativ gut. Wir hatten das angesprochen ja, dass wir eine Chance haben, eigentlich beim Dow Jones nochmal runterzugehen, beispielsweise auf das Niveau von, sagen wir, 27.800, 27.750. Das wären so typische Levels, die dann nochmal angesteuert werden dürften. Aber der Markt muss es natürlich auch machen und im Moment geht er ja nach oben weg, sehr zur Freude aller Bullen. Der DAX über 1% schon gestiegen, 1,2 irgendwas habe ich eben noch so halbwegs gesehen. Also insofern erstmal das positive Bild dort. Trotz alledem, wenn man sich das amerikanische Marktverhalten anguckt und zwar bei allen Indizes, insbesondere beim Dow und beim S&P, dann sieht man, dass diese Aufwärtsbewegung allerdings immer noch relativ die Chance hat, sagen wir mal so, doch nur ein ABC zu werden. Also es ist nicht gesagt, dass das ist. Wenn er aber das letzte Zwischentief dort durchbricht, ihr werdet das wahrscheinlich schon wahrnehmen. Aus aktueller Sicht, so eine ABC, guckt mal drauf, ist das schon zu interpretieren. Und wenn er das Zwischentief reißt, dann sind beim Dow die Levels, die ich gerade genannt habe, absolut realistisch erreichbar. Allerdings, solange der Markt jetzt weiter nach oben geht, gibt es keinen Grund, hier auf die Short-Seite zu wechseln, aus meiner Sicht. Also bitte niemals in so einem Fall zu sagen, ja, ich finde das Short-Bild auch sinnvoller. Ich gehe schon mal auf die Short-Seite und verkaufe den Markt. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen verstehen. Ich werde ja zusätzlich nachher nochmal Videos dann bringen. Also wer jetzt das nicht so 100% mitkriegt, hier geht es auch ein bisschen um den Fun-Faktor, hier vor Ort zu sein und ein bisschen mal durch die Stadt mitzulaufen. Also, Aussichten im Moment noch weiter positiv. Wie geht man damit um? Wenn der Markt jetzt mal runter wackelt, dann kann man natürlich weiterhin auf die Long-Seite gehen. Wichtig ist allerdings, dass er tatsächlich auf der Abwärtsseite so eine Art Bullenflagge macht, also eher relativ harmlos, seitwärts hängend nach unten zwischen zwei Trendlinien hin und her wackelt. Und dann kann man sagen, okay, da springe ich nochmal auf den Zug auf, auch auf der Long-Seite. Wer sich das nicht so genau vorstellen kann, der könnte sich den Euro gegen US-Dollar vielleicht im 15-Minuten-Chart mal angucken.
Kommt jetzt nicht drauf an, geht auch auf Stunde wahrscheinlich oder auf 5 Minuten. Aber dann sehen wir, dass wir einen relativ deutlichen Schub nach oben hatten und anschließend so eine wackelige, hängende Bärenflagge. Das ist genau das, was ich eben tatsächlich immer wieder meine, dass der Markt ja dieses klassische Verhalten dann eben zeigt. Und jetzt, er hat ein bisschen nochmal nachgelassen auf der Unterseite, aber auf der anderen Seite, jetzt kommt er gerade wieder hoch und zeigt damit eigentlich idealerweise ein ganz gutes Verhalten, um sich long gegebenenfalls nochmal triggern zu lassen. Nicht ganz so toll, wenn die Flagge relativ wenig hängt, das heißt der Einstieg relativ dicht am letzten Hoch ist und nicht am Zwischen, also das Zwischenhoch und das Hoch sind fast ähnlich hoch. Das ist von mir nicht favorisiert, aber es ist sicherlich auch noch in Ordnung. Es ist kein Drama, wenn das so ist, aber das vielleicht nochmal so als Hintergrund. So, damit haben wir so einen kleinen Rundgang gemacht für die Märkte aktuell. Ich bin jetzt hier Shinjuku, nein, das ist gelogen, Shibuya Bahnhof hier angekommen. Ich mache nochmal einmal so ein bisschen Rundumblick. Das ist hier die berühmte Kreuzung, die man normalerweise lieber aus der anderen Richtung, oder häufig zeige ich es euch auch auf der anderen Seite, aber nur, dass ihr so ein bisschen Eindruck habt, wie es hier auf der Welt aussieht und wie es am Markt aussieht. Deshalb habe ich dieses Video gemacht. Nachher gibt es natürlich auch wieder am Chart, wo dann auch die Sachen, sagen wir, noch mal ein bisschen genauer erklärt werden. Aber damit ihr schon ein kleines Update habt, wie es heute im Laufe des Tages vielleicht noch weitergehen kann, habe ich gedacht, schicke ich euch auch dieses Video. In diesem Sinne, euch erstmal alles Gute und liebe Grüße.